ich, jetzt kann ich die wieder verlassen. Kann wieder sagen, explodieren, entfernen. Jetzt kann man hier, muss nicht nur die Tiefe angeben, sondern man kann den unteren Boden anklicken und dann würde das so entfernt werden. Der Vorteil ist, jetzt kann ich durchaus bei dem Profil hier oben hingehen, sagen editieren und könnte zum Beispiel hier den Abstand auf 55 ändern. Mal regenerieren und es ist immer noch der Kreis in der Mitte. Gut. Machen wir noch eine Skizze. Gehen wir mal wieder in den Schattiermodus. Linienmodus. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Äquidistante haben möchte, die noch 5 mm weiter nach außen versetzt ist, kann man das mittels dieses Befehls machen. Versetzen. Sagt Kette, klickt die erste an und die letzte und kann dann wählen, ob man diese Kette oder diese Kette haben möchte. Ich will jetzt diese, sage akzeptieren. Ja, ist eine Schleife, okay. Sage Versatz in die Richtung 10 mm und er hat automatisch diese Äquidistanten erzeugt. Sage schließen, okay, und kann dann zum Beispiel Material entfernen. 5. Die Richtung. So. Gehen wir nochmal in den Skizziermodus. Da unten rein. Holen, wenn ich jetzt hier nochmal einen Kreis haben möchte. Ich kann den Kreis nehmen, er macht automatisch den Mittelpunkt und kann dann auf diesem Mittelpunkt einen neuen Kreis machen. Und jetzt möchte ich gerne, dass hier unten ein 30 mm Kreis ist und dass dann diesen Punkt eine Tangente an diesem Kreis läuft. Das heißt, ich brauche dann erst nochmal den Punkt hier oben, aber ich möchte, dass diese Kontur ganz ausgeteilt ist. Das heißt, ich kann einfach mit Kante übernehmen. Die Kante, die Kante, die Kante und kann dann eine Linie von hier an diesen Kreis ziehen. Man kann gleich beim Ziehen das so hinziehen, dass es halt tangential ist. Hier wird es genau auf der Ecke enden, hier ist es halt tangential. Man kann auch das einfach erstmal frei hinsetzen und dann sagen Beziehung, tangential, dieses Ding da dran. Wenn man das so macht, muss man nur das überstehende Ende abschneiden. Manchmal ist das einfacher als dieses Dranziehen. Gut, also auf der anderen Seite auch nochmal. Von dort. Tangente. Jetzt ist noch wichtig, dass wir das hier oben wegschneiden. Sonst würde das Ganze nicht funktionieren.